Herzlich willkommen heute zum Video. Heute dreht sich alles um ein Thema und zwar, wie schaut mein Golf aus auf 2,25er Reifen? Und dazu nenne ich euch jetzt mal ein paar Informationen, die ich momentan bereit habe für euch. Ich fahre momentan ein KW V3 Fahrwerk, ein V3 Plus und bin vorne auf einer Millimeterachse von 3,15 und hinten auf 3,20. Also vom RMK aus. Und folgendes ist so, ich fahre jetzt momentan noch meine Sommerreifen, die werden aber heute demontiert und es kommen die Winterfelgen mit neuen Winterreifen drauf. Auf meinen jetzigen Winterreifen sind noch die 235 R19 drauf, also die für 19 Zöller. Und da werden heute 235 R19 montiert, auch für meine Felgen, also für meine R3 Wheels. Die haben eine Einpresstiefe von 45, einen Lochkreis von 5x112. So mal zu den Specs, zu meinen Reifen und Daten. Und ich will das Ganze für euch heute einfach mal abfilmen und euch mal zeigen, wo ist der Unterschied, also wie sehen die Reifen nachher aus. Wie sieht das Ganze aus vom Optischen, wenn man jetzt mal den Kotflügel abfährt. Wie viel Platz haben wir noch? Und natürlich von der Dicke von den Reifen, weil die zweite Zahl gibt ja immer den Prozentsatz an von der Reifendicke, also von der Lauffläche. Und da schauen wir einfach mal, wie das Ganze nachher aussieht. Wie gesagt, ich freue mich, ich bin gespannt, ob das sich auch irgendwie anders fährt, keine Ahnung. Ich bin bisher immer nur 2,35er Reifen gefahren, weil ich mir halt damals solche gekauft habe als allererstes, damals im Sommer, und hatte das dann auch im Winter so und ich war bisher immer zufrieden. Warum wechsle ich jetzt? Das hat einen Grund, und zwar ist es bei meinem KW V3 so, dass ich trotz gebördelten Kotflügeln, also ich habe vorne meine Kotflügel halt ein bisschen gebördelt, und dass ich mehr Platz habe. Dennoch streife ich ab und zu bei blöden Bodenwellen oder gerade in der Stadt, wenn man so 40, 50 fährt und du kommst so die Straße so und es geht kurz so runter und wieder hoch, dann ist halt dieses kurze Schlagloch, da pfeffert es halt den Dämpfer kurz gegen den Kotflügel. Und um das zu vermeiden, erhoffe ich mir halt durch die 2,25er Reifen, durch die etwas dünneren Laufflächen, dass ich halt nicht an diese Kotflügelkante komme. Das sind zwar nur so ein paar Millimeter, aber ich hoffe, das reicht schon, um das nachher halt zu verhindern. Das sehe ich dann aber erst auf lange Zeit. Aber heute möchte ich euch einfach mal mitnehmen und zeigen, wie das Ganze ausschaut. Und weil viele es vielleicht auch interessiert, wie ein 2,25er zum Vergleich zum 2,35er auf einem Golf GTI ausschaut. Und da ich in verschiedenen Foren und im Internet da auch echt wenig drüber gefunden habe, muss ich leider sagen, bin ich heute für euch da und mache gerne dieses Video. Also, wenn ihr Bock habt, dann gebt mir doch mal noch einen Daumen hoch. Und lasst gerne auch ein Abo da, denn es wird noch einiges mehr an Content für euch kommen zum Golf GTI und seid da auf jeden Fall gespannt. Also wir haben jetzt hier mal unsere Felgen und Reifen mit 2,35er. Da können wir mal schauen, ob das sich nachher großartig verändert. Vorne auch nochmal der Vergleich. Also wie gesagt, 2,35er Reifen sind es jetzt und ich gebe euch dann nachher den Vergleich auf Winterreifen mit Winterfelgen auf 2,25er. Hinten guckt der Kotflügel halt oder das Heck halt schon relativ tief. Da haben wir also noch, wenn ich so reingehe, ja, also mit zwei Fingern komme ich so nicht mehr rein. Da stockt er dann. Ein Finger geht, aber zwei Finger, da bleibe ich hängen. Also straight würde ich, wenn ich mich reindrücke, dann schon reinkommen, aber mit einem Finger komme ich schon rein, mit zwei eher nicht. So, dann bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt hier direkt einen Cut für euch. Und dann sehen wir nachher, wie das Auto auf 2,25er ausschaut. So, meine Freunde, also ich habe jetzt die Reifen gewechselt auf die 2,25er. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich guck mal, ob ich das gut hier drauf kriege. Also ich bin zufrieden jetzt fürs erste Mal. Die Felgen sind halt nicht so der Burner, weil die halt schon uralt sind. Das sind meine ersten Felgen und die haben auch schon ein paar Bordsteinschäden mitgenommen leider, aber ja, ich hatte noch keine Lust, die irgendwie zu einem Smart Repair Typ zu geben. Deswegen bleiben die jetzt einfach so, wie die sind.
Auf jeden Fall ist hier jetzt der Unterschied zu sehen zwischen 2,35 und 2,25. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber mal für alle, die wo sich interessiert haben dafür, wie das nachher ausschaut, genau, der direkte Vergleich 2,25 und 2,35. Genau, ihr könnt ja mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besser fandet, welche Reifenart oder ob ihr überhaupt einen Unterschied seht. Falls nicht, dann passt das für mich auch. Also ich bin, wie gesagt, zufrieden. Ich finde, der baut halt nicht so krass hoch auf. Felgen kann man sich streiten. Aber ich mag die R3 sehr. Also meine nächsten Sommerfelgen werden auch R3. Und da gibt es was richtig Geiles für euch. Und also ich mag die sehr, auch diese 5-Stern-Felgen. Die feiere ich wirklich sehr krass. Und ja. Genau. Dann verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag.